Gut, nun gut. Ich meine, ich hoffe es einfach mal, ne, dass das jetzt so besser funktioniert. Dann brauchte ich jetzt mal kurz gucken, von wegen, was das angeht. So, damit ich den Chat sehe, wunderschön. Dann kann ich jetzt weitermachen. Okay, also. Warte, wie viel? Achso, nee, einfach nur so. So, jetzt erstmal gucken. Was ist das? Teilweise bewölkt. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Das ist doof. Ja, hier 44 hätte ich noch gerne, aber boah, bis dato zu kommen, das wird was brauchen. 1000 EP sind schön. Das ist, habe ich, doch, habe ich, aber ist egal. Ob ich das bisschen 14 kriege? 14 Level, um Himmels Willen. Pro Mahlzeit, das kann viel, das kann ein bisschen dauern. Habe ich das Gefühl. Ein kleines Gefühl. Ein kleines, schlechtes Gefühl. Oh, warte, ich habe jetzt den Encoder, ne? Stimmt, da kann ich jetzt Zeug für benutzen. Eine Kiste aufmachen, eine von den neuen. Wuhu, toll. Boah. Na gut. Ah, was war das denn? Bin ich da wirklich gerade gesprungen? Also, das darf doch nicht wahr sein. Gesprungen, gedreht, war fucking hell nur eins. Meine Schuld. Geil. Komm, putt. Na, 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 na. Muss der sich dann immer auf Rücken drehen, Mann? Ich will das Auto nicht kraulen. Ach, verdammte. Wow. Ich muss zugeben, das war ein guter Schuss. Ach, was soll's, jetzt kann man voll drauf gehen. Schubidubidu. Ja, Sieg. Oh Mann, dang it. Egal, nächstes Spiel. Ich frag mich gerade, wieso mache ich mir eigentlich noch Sorgen über die Upload-Rate? Ich habe eine fucking 39 Mbit Upload. Wieso mache ich mir über 2.000-3.000 Kilobit, also 2-3 Mbit, noch Sorgen? Der ist doch gerade über ein 100er Feld gefahren. Wieso kriege ich dann keine 100? Ach, leck mich doch. Ja, okay, die beiden sind im Team. Dann bleib ich hinten und mach das. Zumindest so, wie es mir möglich ist. Weil das da ist ziemlich beschissen. Da kommt dann einer von denen dran. Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Morte war nicht schlecht.
Ich muss sagen, kann noch mal einer von denen kommen, Mensch. Ganz alleine kann ich es nicht. War nicht nur knapp, das war Glück bis zum geht nicht mehr. Fucking damn it. Ich habe heute noch eine Kindle-Haltung bekommen. An sich ja ganz nett. Das Problem daran ist, die riecht nach China. Das riecht nicht toll. Weißt du, so nach Fabrik. Oh. Ich meine, knapp, meine ich. Das war ein echt bescheidener Pinch, Alter. Kriegt er nochmal. Ah, dang it. Schön gedacht, schlecht ausgeführt. Na, wie sagt man mal, du ist es sein oder sei du? Und den musste ich nur auswählen, weil ich nicht. Nur kriegen, weil ich nicht hinten war. Ich hab null Boost. Oder fast null. Das ist genauso scheiße. Jetzt. Ja, wärst du jetzt auf den Boost gefahren, hättest du durchballern können. Keiner hinten. Oh. Jetzt einer von. Ah, ich habe ihn kein zweites Mal bekommen. Scheiße. Das wäre toll gewesen. Na. Ich hab's gesehen. Ich hab gesehen, wie er reingeht. Der hätte. Ja, der stand rückwärts. Okay, da sage ich nichts. Ja, vorwärts wäre noch vielleicht noch möglich gewesen. Aber rückwärts ist sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn du Vorwärtsschub hast. Dang it. So viel seitwärts. Stimmt, oh ja, die spielen auch im Trupp. Guter Schuss. Sehr, sehr guter Schuss. Super Schuss. Er hat's gesehen. Ich geh kaputt noch eins. Oh. Ich geh kaputt, Mensch. Nein! Ja, nein! Ach, verdammt. Na gut.
Schießen eben daneben. Gut. Dang it. Ich hasse Nachspielzeiten. Geh weg. Nein! Komm! Oh, da kriegt er den. Junge, das ist ein sehr, sehr harter Ball. Den kannst du auch gut hart treffen, ohne dass er kaputt geht, okay? Ja? Gut. Schön, dass wir uns da einig sind. Ach Gott, noch eins. Ich kriege hier gleich wieder so einen halben Nervenzusammenbruch. Alter, das darf doch nicht wahr sein, Mann. Pock. Yes! Mann, da geht einem ja fast einer ab bei dem Schuss. Gott, noch eins. Boah. Sieg, Tor, Match beendet. Und wo ist das Doppel-EP? Nirgendwo. Gut. Ich habe gerade heute wieder Doppel-EP-Wochenende oder sowas. Irgendwie ist da nichts, wa? Mit Doppel-EP. Naja. Egal, spielen wir es mal trotzdem. Da war es doch gerade Doppel-EP und Doppel-Drop-Rate. Aber irgendwie ist beides nicht an. Ich hoffe, da ist jetzt nicht drauf gewartet, dass dann Boost erscheint. Wenn doch, dann kann ich direkt schon das Spiel abgeben. Bin ich blöd oder meine ich das bloß? Kann sich jetzt einer von euch mal... Nö. Yes. Oh! Oh! Okay! Ich sag ja nichts. Der war ja... Der war nicht schlecht. Bin lieber. Na. Okay. Ich habe gesehen, was du versucht hast. Nur leider war es nicht so toll. Weißt du, gedenkt, kriegst eine 1. Aber eine Ausführung kriegst du eine 6. Wieso sieht... Das ist doch nicht dein Ernst, Mensch. Okay, dass er so twitcht, habe ich nicht mit gerechnet. Ich kann ja nicht allem rechnen. Ich bin ja kein Taschenrechner. Was ist passiert?
Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Oh. Na gut. Akzeptiert. Du sagst ran da, ja, mach auch was. Alter, wenn der demnächst noch weiter versucht zu tricksen oder so ein Scheiß, ne, dann hackt das. Vollidiot. Steh nicht da einfach nur rum und denk, oh, machst ein schönes Tor. Nein. Was du, oh, was du machen sollst, ist ein Tor. Nicht irgendwelche Trickschen. Kannst du machen, wenn du anders bist. Kannst du Ranked machen oder so. Mein Gott. Okay, gut. No? Hm. Ah, der war zu hoch. Und er war eiskalt über den getitscht. Ja, da kickt er mich. Wow. Nein, das war nicht so wow. The fuck happened? Oh ja, guter Schuss. Schön zentral ins Tor. Nehme ich. Nimmt der bestimmt auch. Ja, der war langsam. Komm, komm, komm! Super! Guter Schuss. Guter Pass. Hat das Spiel verlassen. Du. Du, du, du. Genau, du Salty, du. Schau mal, was heißt hier, du Salty? Es gibt ja nichts über mich. Ich bin so das große ganze Salzbergwerk. Ich bin die Endlagerstelle für Atommüll. Ach Gott, dang it, Finger. Das war zu früh. Schön gedacht, aber zu früh. Ach. Oh, 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 oh. Das war ehrlich gesagt ziemlich geil. Oh, das war nicht so geil. Ah, sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Oh, das war schön. Schön, dass man sowas auf Bild hat. Ah, das war super. Wieso sind alle... Was? Oh, da ist tatsächlich einer drin. Noch einer drin. Oh, shit, sorry. Oh. Kein Problem, guter Schuss. Guter Schuss, ernsthaft. Na gut, das war von mir... Ja, ein Fuck-up. Und zwar ein richtig guter. Puh. Ich glaube, wenn Leute irgendeinen Scheiß beim Anstoß bei mir versuchen, haben sie verloren. Nope, 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 nope. Smelly Bombstick. Okay. Da, ich krieg kein Doppel-EP. So eine Scheiße. Da habe ich das Datum falsch. Gib mir mal den Scheiß, den anderen Slider da.
Ah, Starttime. November 21st. Oh. Endtime ist am 26. Oh, das sind die letzten 5 Tage vom Rocket Pass. Oh, okay. Alles gut. Okay, gut, dann sage ich ja nichts dagegen. Ich habe gerade, das wird dieses Wochenende sein, aber wenn es nicht ist, dann ist ja cool. Nur noch 15, Hallihallo. Und ja, Scheiße, welche war jetzt die Dingenscrate? Ja. Die war da. Was war hier dran? Lösungsmittel. Ein Aceton. Toll. Nur die Ethylether, ich weiß noch nicht. Reverb. Komm, weißt du was? Wir versuchen unser Glück mit der hier. Weil ich will diese Synthi-Wave haben. Die ist cool. Wieso? Nein, LT ist der hier. Krieg ich eh nicht, aber man kann es ja versuchen. Maxi, Ja, genau. Ne, kriegt nur Schrott, wie üblich. Ich krieg nicht mal das Fahrzeug. So ein üblicher Mist. Ja, wie üblich. Okay, dann eben doch nix. Komm, machen wir nochmal mit Dominos. Was soll's? Nein, nicht wechseln, sondern spielen, online spielen. Vielleicht tue ich doch gleich mal auf ein Ding. Slap mich nicht. Und wieso der Slap-Command nicht? Keine Ahnung, funktioniert nicht. Frag mich leichteres. Manchmal will der einfach nicht. Hat Frack dem letzt auch gehabt, das Problem, dass er einfach dir nichts aus dem Blauen heraus nicht funktionieren wollte. 0 zu 7 und ich bin. Wow! Entweder seid ihr richtig beknackt und beschissen oder so. Ihr seid richtig scheiße. Hey, 1 zu 7. Nicht schlecht. You're nuts! Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, dieses. Oh Gott. Salty. Obwohl, die sind ja auch selber kaputt am Gehen. Nein, ich habe auch immer kein Mimimi. Wahnsinn! Das war nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Also, was die da versucht haben, was wir versucht haben, war natürlich schlecht, weil ich keinen Boost hatte. Manchmal bei solchen Saves denke ich mir auch, ihr habt, glaube ich, schon komplett aufgegeben, wa? Aber es ist ja auch egal. So, komm, machen wir noch. Aber noch 2 Spiele, okay? 2 Spiele, dann begeben wir uns nochmal in Rocket League und gucken, dass wir die scheiß Raketentürme fertig kriegen. Plus noch ein bisschen anderes Zeugs. Ich finde bei RimWorld ja sowas von dämlich, dass ich das nicht schneller machen kann mit dem Elektrolyzer, dass Silizium, genau. Das braucht so Ewigkeiten, bevor du es machen kannst. Ich rede hier von Ewigkeiten. Oh, weißt du, was ich in RimWorld auch bekommen habe? Ich habe 2 Händler gehabt, die jeweils. Jetzt lass mich nicht lügen. Einer hatte 13, einer hatte 12 Fraktalen-Heads mit dabei. Und ich habe mal geguckt in einem anderen Spiel, die maximale Schwelle liegt bei 20. Leider. Hab ich schon überlegt. Ich muss mir noch einen Roboter bauen und den mit Fraktalenhandsmen zu ballern. Ich meine, natürlich muss ich hoffen, dass der dann auch so tolle Perks hat, aber das kann ich mal anders tun. Oder gleich tun. Nehmt euch mal euren Job ab, ne? Das ist das Gutsein.
Wow, ich habe ehrlich gemacht, ehrlich, nicht dein... Ach, du heilige Mutter Maria, Jesus im Himmel. Nee, die kann mir mittlerweile auch nicht mehr helfen, hey. Und dann rückwärts fahren. In diesem Spiel fährst du nur rückwärts, wenn du ganz genau weißt, dass du den Ball nicht anders kriegen kannst. Mein Gott, noch eins. Ja, keiner fährt los. Ist auch okay. Ja, was? Du hast nach mir gerufen. Hab ich das? Das ist nicht dein Ernst, ne? Das ist jetzt nicht deren Ernst. Ein freies Tor, der fährt daneben. Weißt du, du kriegst einen Ball geschenkt, der fährt daneben. Das ist... mir passiert das auch, aber bei solchen Bällen... Da kannst du rechts, links ausweichen, da kriegst du einen Ball immer noch. So wie ich es 99% der Zeit mache. Was? Mein Gott, noch eins. Oh, okay. Das meinen wir. Ich meine, wenn... Oh. Wenn du in Rocket League ein Gott bist, dann bitte spiel mit mir und mach mich besser. Oh, der ist nicht an der Wand gewesen. Oh, so ein Scheißball. Komm, komm, komm. Ich hatte eigentlich auf, dass du den besser kriegen würdest, aber... Geht doch so. Boah, diese neue Halterung. Mein Gott, die wird gleich in die Waschmaschine gestopft. Da steht, das ist aus Alurohr, dieser Schwanenhals. Und da denke ich mir schon, Alurohr. Wieso zum Fick? Knickt das nicht einfach in der Mitte? Wieso kannst du es biegen? Ist da Sand drin oder was? Das ist sehr interessant. Das würde mich wirklich mal interessieren, wieso das so ist. In nomine Patri fini et Spiritus Sancti. Sancti, Entschuldige. Amen. Guter Schuss. Applaus. Ey. Wow. Absolute Spitze. Freudig dafür. Das ist endlich mal geschafft, dass diesen Kackball zu treffen. Ja, du kannst auch legieren, das ist stabiler als... ST235? Strontium? Strontium 235, gibt's sowas? Ja, natürlich gibt's sowas. Muss es geben. Die Frage ist, wie stabil ist der Scheiß? Ich weiß gar nicht, was hat das für eine Halbwertszeit? nein, Baustahl. Oh, okay. Naja. Da kenne ich mich nicht aus in Legierungen. Können wir jetzt bitte verhindern, in den nächsten 1 Minuten und 10 Sekunden kein Tor reinzukriegen? Ja, da wäre es sehr schön. Oh Gott. Nein, 0:15. Mach den Schacht nicht nochmal. Der Joke wird alt. Wird faltig und labbrig und...
Yeah, sehr gut. Mir den Ball wegnehmen. Prima. Für ein freies Tor. Kein Problem. Ist doch immer wieder cool. Ja! Applaus, dass ihr den bekommen habt. Aber einen guten Pass oder sowas krieg ich nicht, ihr. Danke sehr. Was hab grad nicht aufgepasst? Ja, pass besser auf hier. Egal, ein Spiel hast du ja noch zum Aufpassen. Ein Spiel hast du noch. Ja, das ist, wenn man 10 cm vom Tor hängt, dann kriegt man solche Bälle nicht, die eigentlich dafür gedacht sind, wesentlich besser zu sein. Aber egal. What the everlasting fuck. Boah, ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Da fehlen mir wirklich 39 EP. Komm, ein letztes Spiel noch, dann gehen wir in RimWorld. Ah. Schade, dass es noch kein Geruchsstreaming gibt. Es riecht hier voll nach Lasagne. Naja, und eben billigem China-Schrott. Beziehungsweise billiger China-Schrott, der gut funktioniert. Und wenn China-Schrott funktioniert, nehme ich ihn. Oh, hat er bekommen. Spiel ich gerade mit 2er Is? Ne, nur mit 1er. Egal. Weißt du, wenn diese scheiße I das mal hinkriegen würde, ne? Beziehungsweise der komische andere Typ ist da. Aber egal. Ah, shit. Na egal. Das zählt hier nicht als Spiel. So ist die Rolle, yay. Ich find's interessant, wie ich... Oh, Erin ist auch da. Aber wie ich einfach gefühlt 20 Bots im Stream habe. Das ist der Wahnsinn. Weil ich sehe ja, dass hier in der Liste, eine Commander Hood ist ein Bot, Electric Longboard ist ein Bot, Electric Skateboard ist ein Bot, Skinny Seahorse ist ein Bot. Und unten sind noch viel mehr. Ich krieg die Liste gerade nicht runtergescrollt. Oder? Kann ich das? Kann ich nicht? Naja, ich komme mit der Maus nicht raus. Kein Maus-Breakout. Regel Nummer 1. Wenn du der letzte Mann im Tor bist, bleib im Tor. Und kick mich nicht. Das ist Regel Nummer 2, Mensch. Oh, der hatte Regel Nummer 1 schon wieder. Oh Gott, noch eins. Ja, da bin ich gekonnt dran vorbeigesprungen. Aber hey, danke für den Schubser. Ist das eine AI? Nee, ist es nicht. Was ist ein Balljäger-Fuzzi? Okay. Komm.
Ich will zwar nicht sagen, dass es ein guter Pass war, weil das war auch Glück, dass ich den so getroffen habe, aber ich nehme das Glück. Karma wird mich danach sowieso wieder fisten. Spätestens, wenn ich Rimworld spiele. Weil es ist so richtig, ohne Gleitmittel, nur mit Anlauf. Das passiert immer. Ach Gott. Verdammt noch eins, geh weg. Jetzt komm. Was hat ein scheiß Beginner hier ein Spiel zu suchen, wo ich drin bin? Mir ist egal, ob der Typ wahnsinnig ist oder nicht oder was auch immer da unten steht. Das ist eine Legende. Schieß dich in deine Legende sonst wohin, Mann. Nee, der ist... Oh, okay, ich hab nichts gesagt. Der war sogar gut abgewehrt. Kriegst du den? Na, wenn nicht, krieg ich ihn. Schön hoch und weit. Nein! Bist du da? Schön hoch und weit. Da kriegt man. Wahnsinn! Wow! Dass er den noch bekommen hat, das habe ich nicht erwartet. Ich bin ver. Aua, mein Daumen! Ich bin vom Knöppel abgerutscht! Ah! Hol mal die Scheiße von dem Ding runter, mein. Gott, noch eins. Das hat richtig weh getan gerade. Oh, ein Crepe, Alter. Mein Daumen tut weh. Ach, komm, jetzt nicht. Weil ich fähig sein. Wie hast du das gemacht? Gibt's da so einen Slash-Me-Befehl oder was? Hab nichts gesehen, ich war schon wieder irgendwo anders mit meinen Fingern. Shit. Ja, 0 auf 15, du bist der Beste. Manchmal. Also was auch immer ist, aber der Typ, ich habe eben doch gesagt, er ist scheiße. Also, er ist in der Defensive sehr, sehr stark. Ach, so ein Mist. No! Wahnsinn! Was für eine Scheißparade war das denn? Du blödes Stück, Alter. Darf ja wohl nicht wahr gewesen sein, Mann. Ach, so ein... Oh, Mann! Mach ihn! Oh, es ist noch fucking hell. Hör mal, Netstream. Ich gebe dir gleich Netstream. Sowas kenne ich nicht. Nicht mit Rocket League. Fahre beschreiben ist mit Slash Me, ja. Nett sein zu streamern. Ja, das ist... Luft ist raus. Gut, okay. Komm, geh weg von Rocket League, bevor es schlimmer wird. Okay, machen wir das weg. Aufpassen, dass ich nicht meinen Teller, meinen schiefen Turm von Tellern irgendwie umstoße. Das ist nicht so gut. Das, was heißt tiefer? Schiefer Turm von Tellern. Das ist ja nicht so ganz richtig. Warte, gib mir den hier. Gib mir.
Ach, übrigens, ich habe eine neue. Ich habe eine neue Tastatur. Ich kann da kein. Was zum. So, wenn du jetzt noch einmal etwas. Du, was ist jetzt kaputt? Wieso? Okay, warte. Okay, wir. Moment. Ich weiß ja gerade nicht, was mit meinem Bullshit hier los ist, ne? Aber wenn ich jetzt noch einmal. Ich gehe jetzt irgendwo drauf. Gib mir mal irgendein scheiß Textdokument oder so. Möglichst nicht, dass mir die Passwort drin drinne. So. Ich. Wie, okay. Meine Tastatur hat gerade den netten kleinen Fehler, dass es aus welchen Gründen auch immer es nicht hinbekommt, in ein Fenster zu tun, in ein Fenster zu schreiben. Do you want reloaded? Yes. Leck mich an mein. Okay, was zum. Ich kann aus welchen Gründen auch immer machen, was ich will. Die Tastatur ist eine Maus. Was ist da kaputt? Okay, warte mal. Oh, ich habe eben gesagt, das ist Karma. Und Karma ist gerade dabei, Zeug zu machen, was nicht schön ist, okay? Okay, ich muss den ganzen Bullshit mal aus- und einstecken. Irgendwie ist da was nicht ganz richtig in der Tastatur oder im PC. Ich bin mir da nicht sicher. Irgendwas ist gerade am Ficken. Ich hoffe, das war die Tastatur. Ja, sieht so aus, dass es die Tastatur war. Wir haben. Boah, okay. Nee. Ich muss Windows neu starten. Das will nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Es geht nicht. Der, egal was ich mache, der ist die. Was zum Fick, Windows? Der macht's einfach nicht mehr. Ich habe gerade raus und wieder reingesteckt. An meiner Tastatur liegt es also nicht. Aber egal welche verkackten Dingens ich drücke, nichts geht. Der will die ganze Zeit dann irgendeinen anderen Scheiß holen, sucht sich irgendwas anderes raus, wie zum Beispiel ich drücke S und er öffnet einen Explorer. Nee, es kann doch nicht dein Ernst sein. D und der versteckt alle Fenster. Okay. Gebt mir kurz eine Sekunde, ich bin mir mal kurz am Neustarten, weil das geht mir auf den Sack. Übrigens, der Stream wird weiterlaufen, also bleibt einfach dran. Das am Rennen so. Jetzt brauche ich bloß noch irgendeine Bestätigung, dass alles hier wieder am Rennen ist. Ich sehe auch den Chat momentan nicht. Dachte, ich sehe den Chat wohl. Ich kann nur einfach hier drauf.
draufklicken und auf Dingens gucken. Ey, ich sehe was. Das darf ja nicht wahr sein. So, jetzt haben wir Dingens auch geladen. Jetzt können wir auch wieder Chat sehen. Wunderbar. So, jetzt Dashboard. Du hier. Weg. Und jetzt versuchen wir was zu schreiben, okay? Es funktioniert! Halleluja, du blödes Stück Scheiße! Wieso funktionierst du nie? Mann! Weg. Also hört mich mir auch. Gut. Du hier gehst auf Rim. Ich wollte sagen, wenn du jetzt wieder irgendeinen Fuck abmachst, du. Ich bring Windows um. Ich sag's, was willst du, Discord? Oh, das war eine 2. Okay. Interessant. Wenn ich neu starte, starte ich komplett neu. Gut, akzeptiert. Gut, so. Du kannst weggehen. Als nächstes. Ja, Connected Status ist mir auch egal, ob ich jetzt im VPN bin oder nicht. Gebt mir Steam, gebt mir RimWorld, gebt mir irgendwas, was funktioniert. Okay, alles gut, so. Die Tastatur darf ich nicht schlagen, die hat nichts falsch gemacht. Das war alles Windows Fault. Das war alles Windows Schuld. Windows ist scheiße. Schön, dass wir uns da einig sind, ne? Ich habe vergessen, den Fenster zu wechseln. Ach, verflucht. Egal, jetzt muss man trotzdem warten, bis Dingens gestartet ist. Von daher können auch in der Zwischenzeit noch ein bisschen mehr anderes genießen. Was soll's? Ach, PS. Es gibt doch die nette kleine Funktion, man kann jetzt Videos im Stream abspielen lassen. Für Läppchen 10 Cent die Minute. Ah! Nein, Läppchen 10 Cent pro Sekunde? War Sekunde, ne? Ja. Hashtag Werbung etc. Hashtag, ich brauche ein neues Mainboard, neue CPU, neue RAM. Oh, es gibt ja jetzt die ersten paar, oder vielmehr das erste echte Spiel mit Raytracing, das ist ja Battlefield 5. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass wenn du eine 2080 Ti hast, ne? Also die stärkste von denen, eine 2080 Ti. Und wenn du auch nur ansatzweise das Raytracing anschaltest, also DirectX Raytracing, dann bricht die Leistung um 50% ein. Auf Ultra sogar noch mehr. Irgendwie denke ich mir, gut, du kannst zwar dann auf 4K spielen, aber wenn du, sobald du Raytracing benutzt, hast du dann nur noch, wenn es hochkommt, 30 FPS. Bei 2K, also 1440p, hast du dann noch gerade so, da kratzt du an den 50 und erst bei 1080 hast du dann mit Raytracing deine 60 FPS auf Ultra. Das ist der totale Schwachmaten-Move. Was bringt es dir, diese Technik zu benutzen, nur damit du ein paar schöne Reflexionen hast, aber dafür büßt du gleich 50-60% deiner Leistung ein. Ich nehme an, dass es bei 2070 noch viel, viel stärker durchhauen wird. Ich meine, guck mal, mit Raytracing, da sind die 2080 Ti-Karten unter noch 65 von AMD. Das ist lächerlich. Es ist absolut lächerlich. Ich weiß nicht, wozu Leute so einen Scheiß brauchen würden. Ich meine, die Leistung von der 2080 ist toll. Sagt man ja nichts gegen. Aber das Raytracing ist eine so beschissene Kacktechnik, die so viel Rechenleistung benutzt, da brauchst du wirklich 20 bis 30% mehr GPU. Und, was noch schön dabei ist, du brauchst auch noch hier einen ganzen anderen Krams wie sonst was. Am besten wäre es, wenn du für Nvidia so ein Multi-Chip-GPU-Setup haben willst, was AMD momentan am Plan ist. Ich meine, wenn die durchkommen mit ihrem Infinity Fabric in GPUs, dann wird das sowieso zu einer Revolution führen. Da könntest du Multi-Chip-GPUs machen, die vorher undenkbar waren. An sich ganz nett. Dann hast du es nicht so als von wegen, ja, hier SLI, etc. gibt's schon alles drum und dran. Nee, SLI ist was anderes. Eine
Multi-Chip-GPU, so wie eben die Multi-Chip-CPU von AMD, das wäre schon wahnsinnig. Das wäre echt wahnsinnig. Wenn es aber dazu, wie gesagt, muss es eine interne Berechnung geben, also eine interne Zusammenrechnung von den jeweiligen Frames, die da rauskommen. Was ehrlich gesagt ziemlich kompliziert sein muss. Du kannst nicht einfach zwei Chips zusammenkleben und dann denken, hey, das funktioniert. Nee. Das funktioniert leider nicht so ganz. Nicht so ganz einfach. Vor allem auf die Speicher weiß ich nicht, wie die das machen wollen. Du müsstest ja dann gucken, dass beide Chipsets wissen, wo ihre abgelagerten Dateien irgendwo sind im Speicher. Und das, wie gesagt, bei beiden. Falls sie nämlich Frames hin und her moven, dann ja, gute Nacht. Aber hey, ich bin ja kein Professor, was sowas angeht. Ich bin bloß derjenige, der sich darüber beschwert, dass es nur scheiße funktioniert. Und nachher funktioniert es trotzdem scheiße. Und auf einmal ist die Technik wieder weg. Und dann sage ich, ich hab's doch gesagt. Mein App mit dem Raytracing wird wohl oder übel bleiben, weil jetzt alle denken, oh, Raytracing, das ist voll der nette Scheiß. Das ist total toll, das ist super. Ja. AMD ist auch auf einer Ebene am Arbeiten, dieses Raytracing zu implementieren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon bei der Navi kommt. Naja. Oh ja, und dann haben wir natürlich den ROM-Chip von AMD gesehen, die Server-CPU. 9 Chiplets als CPU. 9 Chiplets auf einem Sockel. Wie die das gemacht haben, das ist einfach der Wahnsinn. Aber hey, es funktioniert. Da ist der Fraktaltest. Hier haben wir das hier. Was funktioniert? Ne, immerhin. Wenn es einfach wäre mit Leistung erhöhen, dann hätten, glaube ich, schon mehrere Klebechips. Ja, genau das ist es. Wenn es so einfach wäre, hätten schon mehrere sowas. Ich meine, es gab mal die Doppel-GPUs, aber es waren eben auch nur GPUs, die in SLI-Betrieb gelaufen haben. Und das ist eben nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist hier die Radeon. 6.990 und 7.990, ja, ne? Und die Radeon R... War das R7? R9? Das hieß bei denen Radeon R9 265 X2, ne? 295 und X2, genau so. War ganz schön Bombe, muss man zugeben. So, zur kurzen Erklärung, was passiert. Oh Gott, die ganze Tastatur ist ja immer. Immerhin funktioniert so. Guck dir das an. Ja, es sind übrigens lineare Tasten. Hier, 20 Fraktal Enhancement und ich habe Reed noch ein paar verabreicht. Der ist jetzt auf 15. Ist ganz nett. Aber da ich ja jetzt weiß, dass Reed maximal auf 20 gehen kann. Können wir Reed noch ein paar davon geben. Wow, der hat gar nichts gebracht. Oh, was für eine Scheiße. Ich finde es interessant, manchmal bringen die einfach 0. Da sind wir bei 16. Ah, ja. Mann, sag doch was. Mensch. Ich meine, ja, hast du, aber... Bevor ich sowas merke, das ist. Wieso merke ich sowas nicht? Das ist manchmal echt dämlich. So, komm, Reed, mach hin. XIX, 19. Jetzt die 20. So, mehr brauchen wir nicht. Das heißt, wir haben noch 14 für andere übrig. Ist das nicht toll? Apropos, jetzt können wir ja hier F machen. Reed ist damit bei volle Möhre. Sowas nicht merken, haben alle Streamer. Ja, es ist. Ah, es ist egal. Also manchmal, aber auch wenn ich zum Beispiel BRB oder sowas anhabe, ne? Das merke ich nicht, dass es noch da ist. Das vergesse ich komplett. Moving 350%, Manipulation 350%, Consciousness, Hunger Rate, Global Learning Factor plus 400%. Okay. Metal Breakdown, Global Work Speed plus 320. Toxic Sensitivity minus 150. Ja, das ist also... Das ist jetzt so ziemlich das... Beste, was geht. Da, ich meine, dazu kam ja eben noch hier Industrious, Kind und Tough, ne? Industrious ist sowieso schon ziemlich nett. Kind ist super, Tough ist auch super. Allgemein...
ist jetzt nicht deren Verkack. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Ich geh kaputt, weil hier. Wieso lassen die so ein. Ja. Wieso lass ich so einen sowas konstruieren? Rimworld, ich bring dich irgendwann um. Oh. Meine Aufregung manchmal. Weißt du? Er würde es am liebsten töten. Es sind doch gar nicht so viel, gar nicht viele Bestandteile, die so ein Scheiß überhaupt braucht. Boah, hey. Ist egal. Wirklich. Hab mir bloß 2 Stunden gebraucht, um einen von den Scheißdingern fertig zu kriegen. Wo ist die Fotze? Mein Gott, noch eins. Wirklich. Beim nächsten Gefecht ist die ganz vorne mit dabei. Ganz, ganz vorne. Sechs. Aha. Fürs nächste Ding mach ich sicher, dass die das nicht macht. Ernsthaft. So eine. Wieso hast du das überhaupt auf. Ja, okay, auf 8 oder so. Was weiß ich, leck mich am Eimer. Was machst du? Komponenten searchen, ne? Ja. Ja, ich habe das so gemacht, weil das, wie gesagt, das ist viel zu langsam so. Aber hey, wir brauchen jetzt nochmal Assemble Magnetic Coils. Kann man jetzt S machen. Oh. Ich muss mich dringend abregen. Cargo Pots. Jump to location. Welcher Breakfast? Wer read? Ist mir egal. Molten Shell, okay. Wieso Major Breakless? Wow. Meine ist bei 80%. Okay. Ist ja ganz einfach, würde ich mal behaupten. Haben die anderen auch so einen Scheiß? Wahnsinn, kommt das von den Pillen? Ja, ne? Mental Break Threshold plus 50%. Ich glaube, das kommt von den Pillen. Okay. Ich will gerade so überlegen. Es gibt ja noch die Möglichkeit, einfach den freien Willen zu entfernen. Das gibt dann einfach bloß Mut auf 100 dauerhaft. Und Global Learning Factor oder sowas war minus auf sonst was. Weiß gerade gar nicht mehr. War das so? Global Learning Factor auf minus, was weiß ich, 100, 200%. Ich meine, das wäre bei den Pillen eigentlich sowas von Schnurzbieb scheißegal. Recreation fully satisfied. 8 levels meal, extremely passive. Dining room. Quite comfortable. Very. Wo bist du? Spacious interior. Gut. 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 Ich muss das hier im Blick behalten. Die Magnetic Coil. Ey, ein Feuer. Wollten wir nicht eigentlich mal den Bullshit hier machen? Wie zum Beispiel den hier.
Hallo Koli, wie geht's? Wie geht's? Oh nee, einmal Humanoid Genetic Material, das habe ich ja nicht. Da brauche ich einen Korps für. Oh, das ist scheiße. Was haben wir hier? Ich könnte Dino Insektoid machen. Naja, versuchen wir es. Ich brauche bloß halt einen Ding, einen freien Inkubator. Nope. Du. Empty Incubator. Research finished. Robotics Intermediate Logic. Das ist Tier 3. Wunderschön. Wunderschön. Gut, dass es dir gut geht. Das hört sich doof an. Wunderbar. Wunderbar. Ich will wissen, was da rauskommt. Ich will das Ding fertig haben. Wenn das nächste Mal ein Ansturm kommt, dann gute Nacht. Oder sag mal, was heißt, wenn jetzt ein Ansturm kommt? Weil wenn es innen drin wieder passiert, dann habe ich eh verloren, aber. Wenn nochmal so ein Poison Chip oder sowas kommt, ne, dann schicke ich da einen hin, macht dieses scheiß Schiff kaputt. Oder sagt dem Turret, der soll das scheiß Schiff kaputt machen und dann bin ich glücklich. Dann bleibe ich hier nämlich stehen. Kann ich die alle upgraden? Das wird eine Weile dauern, bevor ich das fertig habe. Die sind alle geupgradet. Oder auch nicht, okay. Allesamt upgraden. Feld ist okay. Sogar mehr als okay. Und wie gesagt, ich will wissen, was da rauskommt. Einmal war ich übrigens. Oh. Immer noch Reed. Alter, mein Gott. Ist mir doch egal. Ja, dieses Major Break Risk, Break Risk, Break Risk. Immer dieses Bing. Das geht auf den Senkel. Was? Gute Nacht? Wie gute Nacht? Ich geb dir gleich gute Nacht. Hey Serhat, wie geht's? Ich hoffe, bei dir ist auch alles dufte. Dufte. Oh, ich habe das Unwort des Jahres. Oh, ja, stimmt eben. Ich habe mich mit meiner Mutter wieder am Unterhalten über alles Mögliche, so wie üblich eben. Und da kam man dann auf das Jugendwort des Jahres und das Unwort des Jahres, ne? Das Unwort des Jahres ist Lauch. Du Lauch. Also früher, ne? Ja, früher, als ich noch in der Schule war, da haben wir uns noch du Arschloch, du Hurensohn oder fick dich und so an Kopf geklatscht, ne? Dass man sich jetzt als Gemüse beleidigt, ist doch schon sehr blöd, würde ich behaupten. Oh, scheiße, Reed hat sowas. Hey, du, Tomoko. Try to rest Reed. Geht das? Ist vielleicht nicht so ganz toll. Okay, holen wir uns mal ihr hier volle Möhre attackieren auf. Das wird eine Weile brauchen. Alle auf den Androiden. Alter, kannst du.
Na, lass mein Solarpanel in Ruhe. Gott verdammte Scheiße, noch eins. Dodge. Das ist der Wahnsinn. Ah, hey, es ist ein gutes Training, also von daher. Boah, kann den jetzt mal einer kaputt hauen oder so? No immediate danger, ja, ich hoffe auch nicht. Obwohl, den komplett kaputt hauen. Das ist äußerst lustig. Reed is no longer in tantrum. Okay. Mein Gott, da muss ich ihn auch kaputt schlagen bis zum geht nicht mehr. Darf ja wohl nicht wahr sein. Oh, right leg shattered. Ups. War ich das? Wayne sliced with a wall. Oh. Nicht schlecht. Aber meine Fresse, noch eins. Im 1v1 gewinnt der Androide. Muss gegenseitig das Ausländer beleidigt. Da bin ich komplett dagegen. Was? Da bin ich komplett dagegen. Okay. Naja. Also, ich meine, es ist schon irgendwie. Früher war das alles anders. Wirklich. Besser anders. Aber hey, wie gesagt, was willst du machen, ne? Die Welt ändert sich und das eben auch. Auch wenn es ehrlich gesagt ziemlich doof ist. Und könnt ihr mal mehr davon machen? Hab ich kein Titan mehr oder was? Doch, hier. Hab genug Titan, um mehr davon zu machen. Also, mach mir mehr davon. Wo ist Gariosa? Okay. Prothesenhändler. Jetzt hörst du dich alt an, Fix. Ja, ich weiß, dass ich mich alt anhöre. Prothesenhändler. Komm, Lucky, tu es. Du Lamarsch. Hey, okay, was haben wir denn hier? Wir haben Medizin. Wir haben sonst nichts. Advanced, Foot, Eye, Jaw. Ich habe da gerade Bionic Rear gelesen. Okay, alles klar. Painkiller Whip Replacement. Artificial Whip Replacement. Little Morphine, das passt to numb the user's pain. Side effects are respiratory. Was? Side effects are respiratory ailments. Okay. Synthetische Leber. Highly recommended. Nice. To keep the user happy. Nice. Wirst du unglücklich, spritzt dir einfach mal ein bisschen Heroin in die Venen. Ist doch super. Hallo, ich bin noch keine 50 Jahre oder so. Keine Sorge, ich bin noch milde. 23, noch. Frag mich jetzt, ja, das ist schon 24. Wir werden alt. Wir werden alle alt. Und müde. Oh. Um Himmels Willen, nur eins. Da gehst du ja fast drauf. Habe ich das eingestellt? Ja, doch, habe ich. Na, ich bin gerade was am Denken. Weißt du, wenn ich mir mal mein eigenes Hirn begutachten komme, was dann irgendwie im Tempo hängt, dann fallen mir Dinge ein, die ich sonst vergessen hätte. Ich brauche mehr Roboter. Miana, okay. Warte, das machte ich. Hier, Personalkauf. Okay. Alter Schwede. Kannst du gehen?
Wenn ja, dann geh. Was machten die die das hier noch mal? Increased kinetic output through controlled overloading the mechanisms bound, however, biological consumption will lead to nausea and profuse vomiting. Oh. Menu, save. Ja, ich will das mal kurz saven, bevor ich das mache. Overwrite. Gut, so, jetzt. Do Health Operations Mechanized Swarm. Was ist das? Okay, alles gut. Sicherlich. Das macht mir schon wieder Sorgen. Aber hey, solange es nur Sorgen sind, ne? Mein Gott. Ich mache ja, wie gesagt, Dinge, die sind sehr unschön. Du Recombine Jeans, das hatte ich ja so mit seinen Insekten, ne? Insektor halt. Wer weiß, vielleicht kriege ich mal Trombo raus oder so. Du bist in Stable Health. Kannst du arbeiten? Ja, kannst du also arbeiten. Need Material, Titanium und ein paar Komponenten wahrscheinlich auch noch. Ja. Du machst dann Power on, dann machen wir hier, wie gesagt, Zeugs. Oh, Himmels Willen, nur eins. Habe ich mal gesagt, dass ich mehr Androiden brauche? Einen, um mehr hier zu machen, einen für mehr Mining, etc. Ich könnte ja auch die hier machen, die hier, ne? Aber, ja. Ihr weiß ja nicht so ganz, ne? Ich muss dafür erstmal die Forschung fertig bekommen und die kostet mich jetzt 20.000 für T4. Was ja auch gar nicht viel ist oder so. Visitors, schön für die Visitor. Ah ja, apropos, was ich auch noch brauche, ist Crafter, Builder, Hauler erstmal nicht. Und dann irgendwann noch T-Dingsbums. 5. T4 war 17 oder 16, 17? Ich glaube 17. Oh, Recombine Jeans ist fertig, was raus geworden? Wolf. Okay. Erst live kommt Wayne, schön. Wayne ist Inspired Trade, du da. Expired in 3.1 days. Was haben wir denn hier?
Nicht viel. Ein bisschen Jelly. Aber das kostet schon zu viel. Ja, gut, nehmen wir dem alles ab. Gib mir dein Geld. Ich mag es immer noch nicht, dass die in Rot da sind. Das, ja, ich habe eine zweite. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube schon, ne? Ich mag die Dinger trotzdem nicht. Hier eins, hier fünf. PS, du Build, du Stopp. Pleasure Cruiser. What? Dem sein Inspired Trade ist weg. Hält das bloß einmal oder was? Ist das? Ah, ich kann ihm nicht viel verkaufen, das ist doof. Na gut, accept. Dann, du, help, add bill, administer, mono south pill. Nummer 7 von 24, Prost, Malz. Was ist das? Achso, das sind die mono south pill, okay. Moving, Manipulation, Carrying Capacity. Und wie gesagt, solange es schneller alles heilt, ist mir das egal. Das Ding sieht komisch aus. Das macht mich Sorgen. Und ja, ich habe ja Ambrosia wachsen für Ultramedizin, genau, so war das. Die gibt es ja auch noch. Ich brauche mehr von den Dingern. Dringendst. Aber es ist alles arschlangsam. Mit arschlangsam meine ich, die sind arschlangsam. Obwohl sie ja immer am Craften sind. Problem ist trotzdem, wenn wir uns mal die Nummer angucken, was den Kraft. So geht das hier weg. Na, habe ich nicht irgendwo Crafting Speed oder so? Crafting Research Speed? Eventuell. 806% auf Reed, dann Scariosa als erstes mit 280. Es ist einfach beschämend. Naja. Was willst du machen? Wow. Hashtag lag wie die Hölle. Und jetzt habe ich meinen Missile Launcher noch nicht fertig, ne? Das war auch wieder so klar, dass ich den nicht fertig habe. Aber hey, warum auch? Ich hasse es manchmal, weißt du? Vor allem werde ich mit dir, die haben alle Schilde. Okay, der hat Schild. Haben die Schilder? Was ist das überhaupt? Ja, gute Nacht. Ja, im Ernst. Hier ist sogar ein Triple Rocket Launcher. Nee, ein Rion Rocket Launcher. Oh Gott, verkackte Scheiße, noch eins. Du F. Wo ist mein Reed? So,
Oder Bio 4 bis 5, keine Ahnung. Irgendwie doof. Ja, gut, okay. Gott, verkackt. Ich muss mal gucken, dass ich Reed eventuell dazu kriege, je nachdem, wie schnell der ist, noch ein, zwei von denen eventuell nach hier oben zu kriegen. Du auch, reinstall. Oh, wo gehen die hin? Immer wenn die jetzt noch da unten gehen, wäre mir das. Okay, Tomoko, du gehst nach hier. Scheiße, da fehlen zwei Leitungen. Deswegen ist da nichts. Okay, Tomoko, bitte sehr. Mach mal. Oh, fuck das, Alter. Reed, lass alles stehen und liegen, was auch immer du gerade machst. Und, Work, Construct hat Reed nicht, ne? Doch, ist auf Construct. Das heißt. Nein, du sollst. Ach, ist das eine Scheiße, Mann. Scariosa. Alter, wieso kann ich denen nicht sagen? Ich kann den die scheiß Kabel hier. Na, okay, immerhin kommen da ein paar Leute hin. Wo ist Reed? Im Bett. Okay. Wo ist das Turret? Ja, das ist kaputt. Was? Oh, apropos Death. Ja, die sind immer noch da langsam. Okay. Tot, 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 tot. Aber der da leckt mich am Arsch. Was ist das für eine Waffe? Ja, ich kann denen nicht sagen. Nee, shit. Hätten die jetzt nicht von da kommen können, Mann? Yo, what the fuck war das? Was ist da gerade geflogen gekommen? Und vor allem von wo? Oh. Der Rocket Launcher. Ja, hätte man ja nicht mit rechnen können. Oh, du blöde verkackte Olle, Alter. Wenn du jetzt nicht das. Das war so klar. Jetzt hat die nicht genug Stahl, um da zu arbeiten. Weißt du, ich weiß nicht wieso, nur sie ist nicht, nur da unten bauen. Ach, es ist doch zum Heulen, Alter. Hier haben wir jetzt keinen Strom mehr. Die sind alle total im Arsch. Der hat eine Waffe, die total imba ist. Und nochmal keine Verteidigung mehr. Weil wegen Gründe, die ich nicht verstehe. Und Reed kann hier immer noch nicht bauen, weil, keine Ahnung, Tomoko geht, kein Problem hier. Ging. Weil jetzt ist er reserviert.
Ja, hier muss ich jetzt einfach nur noch hoffen, dass es funktioniert. Oh, sogar mein Turret hier ist kaputt. Wunderbar. Wunderschön. Wer ist kaputt? Der ist kaputt. Oh, da ist noch mehr kaputt. Kein Strom mehr. Wie sieht's hier aus? Habt ihr es? Ja, wunderschön. Okay. Dann. Ja, entweder die kriegen das jetzt unten so gebongt oder ich hab verkackt. Weißt du? Manchmal denke ich mir wirklich, was zum Fick ist bei euch eigentlich alles kaputt? Grimbold ist manchmal sowas von dermaßen dämlich, da kannst du selber nichts mehr gegen tun. Colonist needs Rescue. Ja, die brauchen alle Rescue. Aber hey, whatever. Scariosa ist momentan nicht hier, sondern auf dem Weg nach irgendwo. Ist ja auch egal, brauchen wir gerade nicht. Ja. Na gut. Wo ist der Tote oder der irgendwie du Rechtsklick Rescue All Bug? So. Dann. Ihr drei geht schon mal weg. Weg, weg. Wie gesagt, wenn es nichts hilft, dann werden wir das Ganze einfach. Oh. Jetzt sind alle kaputt. Wie viel haben wir noch? Zu viele. Prima. Viel zu lange. Das braucht viel zu lange. Bug kann keiner mehr reintun. Ihr beiden, Release. Reed geht nach da. Dann Fuel, Sculliamo, Lucky. Ich meine, die gehen zwar alle in ein paar No Immediate Danger. Okay. Haben die alle No Immediate Danger? No Immediate. Das sind 6 Stunden. Herrlich. Okay. Wayne kann ich damit komplett vergessen. Der muss sofort irgendwie hier rein. So, dann. No immediate, no immediate. Ist mir egal, ob er Rescue braucht oder nicht. Nee, Quatsch. Wem habe ich gesagt, dass der Dingens mitschleppen soll? Okay, prima, Capone. Du Rescue Dingens. Ja, stimmt, Wayne sollte ja auch direkt weggehen, ne? Bist du eigentlich des verkackten Wahnsinns? Noch eins, lauf zu dem. Ist mir egal, was du machst, aber klopf den da kaputt. Ja, das ist egal.
Ich finde das gerade äußerst interessant, dass die ganzen Drakes nicht da sind. Aber Bark Wayne, D'Angelo. Ja, die gebe ich alle Wayne. Ah, die kann ich ja alle gar nicht Wayne geben. Daneben D'Angelo, mein Gott. Death, Devil Sheep, ist egal. Nächste kaputt. Ne, Alter, die krepieren mir gerade am laufenden Band. Wo sind die Drakes? Weißt du, wenn die AI sowas von kackendreist scheiße dämlich ist, ne? Dann kann die mich mal komplett kreuzweise am Arsch lecken. Wieso hast du drei offene Eingänge in die Base? Normalerweise sind die alle geschützt. Beziehungsweise ich bin dabei, noch die Verteidigung aufzubauen, aber wie du siehst, ist das alles ein bisschen total dämlich. Nein, ich habe keinen Disconnect. Es funktioniert noch alles wunderbar. Da steht noch live und solange Andras auch noch wickelt, ist alles super. Wie mich dieses Spiel gerade am Ankotzen ist. In großen, großen, großen Bogen, weißt du das? In so einem Discord. Discord am Arsch. Mann, ja, kannst du haben. Was willst du? Geh in, was weiß ich, hier, Stream. Da, bin drin. Hoffe ich. Denke ich. Glaube ich. Okay. Zuerst einmal, du builds, du stopp. Mit meiner zwei dicken Maul zu. Okay, nehmen wir jetzt mal an. Ja, nehmen wir jetzt mal einfach so scherzhaft an. Wir lassen nur noch den hier offen. Nur noch den einen Eingang hier. Und ich würde hier eine super Verteidigung aus, was weiß ich, drei Miniguns, dem Scheiß hier und das hier, wo ich auch noch irgendwie dahingestellt bekomme, mal dicht machen. Ne? Sagen wir das mal. Dann habe ich aber das Problem, dass die alle hier raus müssen. Wenn wir jetzt mal gekonnt nach hier oben gucken, habe ich hier einen Fluss mit drei Winden, mit den drei Dingern hier. Ja, klar, ist nicht super tragisch, wenn die wechseln, aber wenn sie wechseln, ist trotzdem scheiße. Dann, falls hier oben irgendwas ist, muss ich den ganzen verkackten Weg durch die Base latschen. Nicht nur durch die Base, sondern auch hier an der Mauer vorbei. Was auch nicht unbedingt das Schönste ist. Ich meine, hier habe ich schon zugemacht. Hier ist zu. Hier war so, abgesehen von der Türe, die habe ich dahin gemacht. Es ist eine extra Türe, also von daher. Ich will diesen verkackten Turm hier fertig haben. Wenn ich allein einen davon fertig habe, dann muss ich mich um die ganzen Scheiße nicht mehr kümmern, um so einen Raid. Dann ist der schon vorgeschwächt. Apropos vorgeschwächt, so. Ich muss mir eine andere Taktik auslenken. Hier ist zwar überall so von wegen. Wieso Master? Ja, Master hin oder her. Hier D'Angelo. Die beiden hier. Sind die in Drake Armor? Falls ja, gut. Wenn nicht, keine Ahnung, Release muss ich noch trainieren.
Rescue ist egal. Hi. Hi. Du könntest auch in die Mauer dann Türen reinmachen. Die greifen die Türen nicht unbedingt an. Es ist für die wie eine Mauer und deine Leute können rein und raus. Ich kann dir aus sehr vielen Versionen von Rimworld sagen, doch, die greifen die Mauer auch an. Beziehungsweise nicht nur die Mauer, sondern auch die Türen. Ja, aber die priorisieren erst mal den offenen Eingang, der zu deinen Leuten, wenn dein geht, da gehen sie als erstes rein. Ich muss mal gucken. Es gibt ja nicht nur die bisschen hier Turrets, die ich momentan habe. Wie gesagt, ich habe auch noch die Vulcan-Turrets, da kann ich noch 10 von hinbauen. Muss ich ja, wahrscheinlich auch. Das ist gerade wieder ein Reinfall, hä? Da unten eigentlich einen richtig schönen Platz. Für schöne große Fläche könntest du eine richtig große Killbox machen. Dann würden die Leute sich da drin auch ein bisschen aufteilen. Ich muss mal gucken, ob ich bei meiner bestehenden momentan die letzten 4 Dinger ein bisschen wegmache. Und die halbe Mauer hier wegrasieren. Dann könnte ich das Ganze ein bisschen extenden und dadurch dann eben ein bisschen besser machen. Und ja, bei deiner Killbox, die du da unten rechts schon hast, da würde ich die Bäume wegmachen. Weil in den Bäumen haben die Schutz, können sie in Deckung gehen. Ich habe noch nicht ein einziges Raid benutzt, ne? Ja, weil die immer einen einfacheren Weg hatten. Nein, nein, im Sinne von, die kamen sonst immer von oben. Ja. Und dann hingen sie auch oben fest, die sind dann nicht runtergewandert oder so. Wo war's jetzt? Allgemein macht mal. Können wir noch das hier. Dann. Ja, den Scheiß hier reparieren. Soll ich dir was vorschlagen? Kann sein. Ob es annehmen, ist eine andere Frage. Ja, versuch mal meinen Vorschlag. Mach eine, sagen wir erstmal eine dicke Mauer, einmal komplett drumherum. Dass es zu ist. Mit Türen drin, damit du raus kannst. Außer bei der Killbox. Ich wette mit dir um 5 Euro, dass es klappt. Dass du dann die Killbox nimmst. Wobei, das brauche ich nicht. Wir machen das da und hier ballern wir die Tür rein. Wenn ich sie finde. Wo zum Fick waren die Türen? Ich finde die Tür nicht. Unter Strukturen. Ach so. Ja. Ah, nee. Doch, war's richtig. Ganz viele Mods bin ich noch nicht gewohnt, wenn ich ehrlich bin. Ich schmeiß da Mods rein, bis du geht nicht mehr. Wenn es kaputt geht, weiß ich, dass es, oder wenn es nicht mehr funktioniert, weiß ich, dass da nicht mehr genug sind. Aber wenn schon, ist nur noch eine Person und die mit niedriger Qualität. Was? Wie niedrige Qualität? Ich gebe dir gleich niedrige Qualität. Ja,
von diesem Bild. Oh, ich glaube, da gab ein Mod-Update. Wollte ich aber nicht. Hat der was Sinnvolles im Angebot? Nö. So hast du unten für die Türme denn noch, dass sie nicht gebaut werden? Was fehlt denn da? Arbeit. Mehr nicht. Ja, Hast du denn echt. und ein Component. Jetzt haben wir sie da. Und ja, die können auch 50 Komponenten auf einmal machen. Was sie aber nie machen. Weil. Ja, weil, wegen. Dann verändert die Oh, Reihenfolge. nicht du Vollpfosten. Ich geb dir euch Vollpfosten. Da kommt so ein Pfosten hinten rein. Ernsthaft. Dann kannst du von vollen Pfosten sagen. Max. Ja, bitte? Geh mal bitte da auf die Komponentenherstellung und lasse nur 50er oder 100er aus der Ja, das ist Maximum. das nette Problem. Ich habe bloß einen einzigen in der Kolonie, der 50er machen kann. Oh, das habe ich aber. Ich habe nicht auf Do Forever geklickt. Okay, egal. Beziehungsweise Do until you have. Wie viel? Wieso 50? 50. kann man das 50, also ist da eine andere Einstellung jetzt? Ja. Du brauchst verschiedene Skill-Level. Für 25 brauchst du schon Skill-Level 14, für 50 auf einmal brauchst du schon Skill-Level 16 und für 100 brauchst du Skill-Level 20 oder 18, 18 oder 20. Okay. Oder ja, okay. Egal, hab den gerade einfach mal die Androiden da machen lassen. Jetzt haben wir vier Teile mehr, jetzt haben wir nur keine Dinger mehr. Wo ist der Kariosa? Essen, gut. Ess dich fertig und dann machst du mir die 50 Bauteile. Mining, fick dich mit deinem Mining. Wie viel Titan habe ich? 20, 30. Na, mehr brauche ich gerade nicht. Wieso ist das überhaupt bei Mining auf 1? Bei dem? Das soll dann nicht auf 1 sein. Skariosa. Wo ist das? Da oben. Mein. Keine Ahnung. 4. Oh, da kommt's. Okay, also dann. Jetzt kommen sie von drei anderen Richtungen. Boah, Alter, drei Richtungen am Arsch. Wie viel sind das? Sind 9, 15, 28. Na dann. Ja, oben hast du ja noch offen, ne? Meine ich. Nee, oben ist zu, oben ist die Tür drin. Ja, ich meine, da deine Turrets stehen da ja offen. Ja, deine Tools stehen da offen. Wobei, jetzt mache ich es mal so, dass ich das komplett weglasse. Einfach wegignoriere. Und ich brauche mir ein paar von den normalen Turrets. So, Reed, komm her, priorisieren. Ich meine, ich muss gucken, was sie für Waffen haben. Der Raid zählt nicht, das ist Pfeil und Bogen. Na gut, ist ja auch egal. Das heißt, währenddessen Reed da am Basteln ist und ich hier oben einfach volle Pulle auf
ignorieren Stelle, werden wir uns die hier grapschen und abgesehen von der Fotze da alle nach hier rufen. Guck dir die Schwachmaten an. Da siehst du das. Wie war das eben noch? Die gehen dann nicht da dran. Nee, jetzt attackieren sie die Wände oben, wo ich keine Verteidigung habe, sondern nur Wand. Ach, Gott verdammt. Ja. Also, ich krieg 5 Euro von dir. Ja. Scheiße. Kacke, wie gehe ich da jetzt dran? Okay, der auch noch. Er nach hier oben. Ich muss jetzt irgendwie schaffen, möglichst schnell zu sein. Release, ja. Oh, komm her, du Typ, Mann. Okay, da ist gut. Hier oben nähert sich gar keiner mehr. Und dann haben wir hier, bunden sich sogar so durch das Gestein, durch... Ah, das darf doch nicht wahr sein, oder? Die benutzen den Trichter gar nicht, die gehen durch den Berg. Durch den Berg? Durch den Berg. Scheiße, was ist das für ein KIs? Was ich mal hatte, dass sie durch eine Einwanddecke oder durch die dünnste Stelle gegangen sind. Tja. Okay, dass sie durch den Berg versucht haben, dummerweise, von denen dummerweise. Aber... Wieso ist dieser scheiß Roboter da? Oh, Pfeifenkopf, hey. Gut, Reed, ist mir egal. Leg dich wieder dahin. Die Drakes machen das. Das heißt, Miana, Dingsbums hast du nicht gesehen und Cookie gehen weg. Wieder zurück zu denen hier. Ja. Hätte ich jetzt gern meine Turrets, meine Missiles. Die könnte ich dann nämlich da voll in den Berg reinlenken. Zumindest davor. Ja, wir machen was. Ich meine, sagen wir es mal so, mit den Drakes im 1:1 bin ich wesentlich... Okay, da hatte ich jetzt Glück. Warte mal, was? Flosion? Ne, das ist auch von Flosion. Wieso flüchten die da oben, aber nicht hier unten? Okay. Das ist, äußerst merkwürdig, aber na gut. Ihr geht ebenfalls mal mit nach da unten. Die Drakes schön mitnehmen. Der Angelo, gut. Okay, Reed, komm mal her, du musst mal
Ja, komm, capture den Typen da. Wettschulden sind Ehrenschulden. Weißt du was, damit man es auch richtig schön persönlich macht, hole ich mir davon sogar noch einen Kasten Bier. Muss ich was dazu tun, aber beim besten Willen. Ich hatte das einmal auch in der Schule, habe ich auch mit meinem Lehrer gewettet. Und ja, also nicht nur ich, sondern ein Kumpel von mir auch, von wegen, was Blödes war das. Und ich weiß nicht mehr genau, weil das war, auf jeden Fall haben wir auch verloren. Und dann mussten wir dem eben einen Kasten Coca-Cola Light Koffein freiholen. Ach, waren wir danach angepisst. Weil ihr das holen musstet, oder wie? Ja, weil wir das verloren haben. Das geht ja noch. Aber angepisst, also wenn ihr angepisst wart wegen Coca-Cola Light Koffein freiholen, deswegen wäre ich angepisst. Das würde ich verstehen. Um Himmels Willen. Oh, warte mal. Nee, das funktioniert, glaube ich, nicht so. Ich muss jetzt gucken, dass ich die Stück für Stück mitnehme. Ich darf erst im letzten Moment muss ich die Drakes loslassen. Wie gesagt, Fernkampf. Gut, 1 zu 1 nicht mehr ganz so gut. Und die Angelo muss normalerweise immer. Go hier. Ach, ihr alle auch. Abmacht da. Der Angelo ist wichtig. Der muss geschützt werden. Wie gesagt, solange der dann noch lebt, können die Drakes nicht auf den drauf, die anderen drauf gehen. Und 1 zu 1 in einem kleinen Tunnel, da gewinnen die Drakes. Ist mir egal, ob der da Critical Emergency hat oder nicht. Ist das nicht irgendwie unfair, wenn du da nur einen einzigen schmalen Gang hast, ohne Ausgang und davor dann fünf Drakes stehen hast, die alle abschlachten? Ist das nicht irgendwie so menschenverachtend? Richtig, menschenverachtend. Sehe keine Menschen. Das ist nicht mal ein Scherz, das ist ein Trolle. Gnoll. Ich weiß nicht, was Gnoll auf Englisch ist, auf Deutsch ist. Deswegen nicht erstmal an Troll oder so. Ist aber auch egal. So, du Cap. Wie viel habe ich Betten an Dingens frei? Nur. Wo kommen die her? Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein ganz großes Problem. Ich habe da irgendwo eine Gruppe übersehen. Oh, das ist schlecht. Okay. Jetzt bin ich gefickt und zwar so richtig. Ja, jetzt kann ich nämlich nur noch darauf hoffen, dass die sich erstens um die Bots kümmern. Und dann habe ich auch noch das Problem, dass ich auch Reed mal wieder in Einsatz schwingen muss. Was ehrlich gesagt ziemlich beschissen ist. Nein, nicht. Oh. Ich hab ja keinen Bock, dass Reed mehr drauf geht, ne? Mal sehen, ich will ihn nicht aufnehmen, wenn wir viel. Ich kann nicht klappen. Boah, wo sind die scheiß Drakes, Verfluchte? Noch auf dem Weg.
Guck mal, die beiden flüchten. Der nicht. Wieso der nicht? Oh, es ist der Chief. Okay. Headshot, tot. Prima. Du, Build Copy hier. Build Copy da. Wie Angers Faction? What? Die Konkubine meiner Sklavendutte, richtig? Ich glaube ja. Nach meinen Mongolen-Filmen wissen ja, ja. So, das erste, was wir jetzt mal gucken, haben wir irgendwo noch andere? Ja, hier unten zwei, aber die sind außer Gefecht, ne? Ja. Gut, das heißt, Lucky, du, nur Konsum, klar. Du, Capture, geht nicht? Okay, dann eben nicht. Wir nehmen wir nach unten. Ja. Whatever. Du, hier unten. Mach kaputt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Bloodshed has died because of blood loss. Okay. Das ist Karma für dich. Währenddessen können die hier ebenfalls mal R machen. Cookie kann R machen. Beziehungsweise Capture den Typen da. So, capturen den. Und dann hätten wir es. Wir können die beiden nämlich den machen. Also das habe ich auch noch nicht. Dass die versuchen, sich durch einen dicken Berg zu mauern, das ist mir... Nee. Das ist selbst für mich neu. Ich brauche diese scheiß Raketen. 4 Stück oder so. Oder mehr. Oh shit, wo ist mein... Ist der noch da? Hey, er ist noch da. Cool, activate. Gut, dass der Bot noch funktioniert. Wo ist mein Hauler? Irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Da ist er, kaputt. Gut, Scariosa, wo bist du? Tending, wunderbar. Und hier brauche ich jetzt mal Info. Was? Nein, Bio-Info, gib mir Info. Okay, bringt mir... Ah, Sunlight Enclave, okay. Wie viel habe ich die auf Factions? Nö. Plus 27, okay. Health, Death und 19 Hours. Prima. Das ist gut. Gott, da kippt doch um, dann kann ich dich da wieder reinschleifen und dann machen. Mein Gott, noch eins. Weißt du, ich finde auch sehr interessant, wie es denen echt schnurzpiep egal ist, ob da welche tot im Krankenbett liegen. Stattdessen gehen die zuerst was holen. Das ist absolut super. Obwohl ich den Doktor auf 1 stehen habe, aber machen sie nicht. Zuerst mal holen, weißt du. Irgendwas ist da ganz doll kaputt. Was mit dem Health? Alter, dir fehlt nichts.
Was ist das für ein Vieh? Das, die roten Augen. Ach, das ist ein Dino-Käfer. Ist ganz nett. Habe ich gemacht. Neue Media-Dingens. Neue Media-Dingens. Der stirbt mir auch nicht weg. Wie sieht es mit Skariose aus? Alles wunderbar. Ja, nö. Alle gut. Alles super, alles toll, alles genial, gut, wunderbar. Dann dürft ihr von mir aus jetzt machen, was ihr wollt. Na, was heißt machen, was ihr wollt? Die dürfen trotzdem nicht machen, was sie wollen. Boah, so viele Tote. Du, ja, konsum mal deine Pizza und dann kommst du her und reparierst den scheiß Roboter. So wie wir das dem letzten schon mal gemacht haben, ne? Ganz nett, ganz toll, alles super. Hey, wir machen wenigstens was. Toll, super, du activate. Geh mal holen. Frisch ans Werk. Okay, wo ist Old Buck? Der ist immer noch auf Death. So, jetzt darfst du auch weggehen. Haben wir uns um den mal gekümmert? Ja, leider schon. Was? Inspired Creativity. Schön. Alter, wo ist mein... Oh, da. Okay. Ich wollte sagen, wo ist der scheiß Hauling-Bot? Der soll mal voran machen. Aber ja, okay. Er ist sich schon beeilen. Aber irgendwie ist es gut, dass ich so viele Drakes für Armor habe. Auch wenn sie arschlangsam sind manchmal, aber das bringt's. Wenn du so im Nahkampf irgendwas hast und weißt, dass du im Nahkampf nicht gewinnen kannst, dann hast du auch die Drakes müssen. Die hauen rein. Das ist gut. Das brauche ich auch. Ich brauche unbedingt mehr von diesen Scheiß-Robotern. Die sind wahrscheinlich das Beste ever. Ich meine, die tun wenigstens das, was sie machen sollen. Solange sie nicht kaputt sind. They are absolutely amazed by their hospitality. Klar, ihr habt einfach den ganzen Krieg, der hier gerade durchgetobt ist, einfach verschlafen, ihr Schwachmaten. Ich bin für 42 weitere Hollerbots. 42. Ich habe schon Probleme mit 10, dann wird das wahrscheinlich länger, aber ja, ein paar mehr kann ich gebrauchen. Ich muss gucken, ich muss die Forschung abmachen, weitermachen und dann können wir uns ein paar T4 Hauler bauen. Tragen deine Drakes mit? Was tragen die? Die können auch tragen, die Drakes. Ja, das Holen haben die alle trainiert. Ja? Ja. Da trainiere ich den immer als erstes an.
Ja, alle haben Haul. Okay, einer hat nicht Haul, der muss noch Haul haben, aber der Rest hat alles Haul. Insgesamt, ich habe mit zwei gestartet, mittlerweile waren es schon mal 16, oder zumindest bin ich ja bei der Nummer 16 angelangt. Das Problem ist, die sind ja teilweise reihenweise gestorben bei manchen Raids, also von daher nicht ganz so schön. Aber hey, ich brauche mehr Power Armors. Aber zuerst brauche ich mal irgendjemanden, der hier weitere Bauteile machen kann. Nämlich du hier. Scheiß auf dein Restding. Mach mir Bauteile. Und dann du hier. Builds. Kann ich hier nicht irgendwie Details? Das hier, so. Bitte sehr. Wo ist mein Hollowbot? Der sollte mich jetzt anfangen, dann Leute zu verbrennen. Oder auch nicht. Ich meine, ich würde auch nicht am Krematorium arbeiten wollen. Ach. Ich war schon dabei, wo so ein paar Leutchen insgesamt schon zum Krematorium gebracht wurden. Ei, nee, ich brauche eindeutig brauche ich mehr Hollowbots. Making 50 Components. Ja, okay, clear. Mach mal woanders weiter. Wo ist mein Read? Crafting 14 und dann so langsam. Ah. Hey, Cargo Ports, schön. Was drin? Sushi, vielmehr Maki. Was ist das hier? Buffalo Pete Wool, okay. Schön, das ist extra Wolle. Hier ist einfach von den Spinnenfieden ausgeschissenes Stück Components. Toll. Diese Maschinenspinne ist komischerweise irgendwie sehr interessant. Wow, Moment mal, halt, stopp. Geht das? Ja, Mechanoid Muffalo. Nice, was bringt das? Stahl? Oh, das versuche ich. Habe ich ein Muffalo? Ja, habe ich. Das versuche ich. Eiskalt. Du, Mechanoid Mufflow, du, nein, du warst es nicht. Du, Manufacture Empty Incubator. Disease, Malaria, wie üblich. Malaria kriegt ihr alle 2 Wochen. Ja, mal ruhig hinsetzen. Was hat Reed eigentlich auf Crafting? 9. Nicht genug. Und du machst dein scheiß Ding zu Ende, bevor du auch nur ansatzweise daran denkst, was anderes zu machen.
Bestandteile 6. Cariosa ist weiter am Arbeiten. Finde ich prima. Super, die paar Teile, die ich habe, können wir nochmal versuchen, unser Long Range Missile Turret zu bauen. Ne, können wir nicht. Wir brauchen 120 Titan dafür. Boah, was für ein Scheiß. Hat das Ding jetzt Power oder nicht? Ja, doch. Feeding. Warum Feeding? Wen? Okay. Das Recreation voll machen und dann macht er mir hier das Titan. Wer macht denn jetzt was? Wer? Bei Scariosa für Advanced, okay. Habe ich nichts gegen gesagt. Der Angelo ist weiter die Dinger am Machen. So, wo ist Reed? Reed ist weiter am Resting. Am Resten. Du Builds. Warum? Workers Scariosa, geh weg. Reed, wo bist du? Prioritizing Workout Cordial. Genau, mach mal. Ich brauche Titan und davon eine Menge. Okay, das war ja... Hat ja viel gebracht. Feeling stressed. Ja, dann ist mir das egal. Ja, total. Weißt du, wenn die Research schneller wäre, wäre das schön, aber ich kann es nicht beschleunigen. Das nervt mich. Es gibt doch mal nicht noch eins. Noch eine Beschleunigung, die produziert beschleunigt um 100. Ach ja? Ich meine, ich hatte auf dem einen Spielstand hatte ich das. Analysator ist ja normal. Ich weiß, dass die Wooden File Cabinets da eben was machen, aber und der Multi-Analysator natürlich auch, den brauchst du ja natürlich. Ja, klick mal auf den Forschungstisch und wird da nicht unten irgendwas angezeigt? Was ja, das File Cabinet und das habe ich ja hier gebastelt. Dreimal. So. Ja, okay, eins inaktiv, aber das ist egal. Sieht schön aus. So, was wir jetzt machen ist Walk hier. Wo ist mein Zone? Expand. Wo ist Force? Nö. Clear Force. Ja. So, das weg. Das weg. Das hier weg. Das Einzige, was du darfst, ist hier dran arbeiten. So. Genau, das machen wir jetzt auch schön. Das hier kriegt dann so von wegen Builds, Details, Take the Stockpile Zone 3. Dann machen wir ein bisschen Titan. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Du
bist bei fucking 97%. Die 3% kannst du doch wohl nicht im Bett verbringen, oder? Das ist fast, als musst du sagen, du hast mich mit dem Messer geschnitten und sagst deinem Abgeber, nee, ich muss im Bett bleiben. Ich bin tödlich verletzt, weißt du? Naja, wenn du ein Bluter bist. Da holt. Da, wenn du ein Bluter bist. Da hielt mein Opa mit dem Handtuch zu meiner Mama und sagt, hier, guck mal, ich mach mal wieder richtig. Ja, schön. Ich weiß nicht, was die dann für ein Voodoo-Zeug da macht, aber beim besten Willen. Halbe Stunde geht das wieder. Dann geht es weiter. Da brauchst du nicht 20 Jahre ins Bett gelegt, so wie der das macht. Das nervt mich ja bis zum geht nicht mehr. Ist nur ein gebrochenes Bein, um Himmels Willen. Dafür musste ich im Bett liegen bleiben. Jetzt sag nicht doch. Nein, musst du nicht. Habe ich schon hinter mir gehabt. Wer ist eigentlich der Beste im Konstruieren von Sachen? Weil ich hab meinen Scheißstahl. Work, Construction. Beste ist Wayne. Gut, Wayne, wo bist du? Du bist da, du da. So. Ah ja, apropos. Restrictions, read. Darf. Ah, stimmt, ich habe vergessen, hier auf Force zu tun. Deswegen ist dann wahrscheinlich ein Down abgehauen. Okay. Tut der. Was? Wo tun wir jetzt das ganze Zeug hin? Auf den hier. Doch, auf den. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt wage es dich nicht, hier irgendeinen Fehler zu machen. Da haben wir es. Das magische Long Range Missile Turret. Klingt ja so zufrieden. Ah, ja, das Ding, das ist OP. Das ist eine Endgame-Waffe. Das Ding schießt, wie viel waren es? 10 Raketen oder so, glaube ich. Über, scheiß drauf, egal, ganze Map. Und das in einem ziemlich großen Sprengradius. Das heißt, wenn der Raid kommt, haben die fast schon verloren. Es sei denn, die haben eine ganze Menge Schilde und hast sie nicht gesehen. Und was weiß ich noch alles. Okay. Wenn ich davon ein paar habe, bin ich glücklich. Ich könnte auch noch den Cluster-Mortar machen. Der schießt einmal und dann hast du da auch so einen guten Umkreis nichts mehr stehen. Nur halt, wie gesagt, dafür braucht es natürlich auch dementsprechend enorm viele Bestandteile, Bauteile. Umso ärgerlicher ist es, wenn du das Ding zweimal bauen musst. By the way, Reed, darfst jetzt alles machen. Wieso machst du es nicht? Ach ja. Schön. Wirklich, wirklich schön. Ja, das bin ich. Weiß ich nicht. Aber damit hast du jetzt nicht gerechnet. Nee, da habe ich wirklich nicht gerechnet. Clusterbombs, ja, genau. Du bist dann auch im Cluster gefegt, und zwar so richtig. Das ist schön an den Dingern. Das Ding ist kein normaler Mörser, der normale Bomben schmießt. Nein, das sind Bombenteppiche, die das ganze Ding über dir fallen lässt. Wie in Dresden 1945. Hahaha. Entschuldige. Ich sollte aufhören, so viel von den. So viel.
Ja, wie heißt das deutsche Wort? Im Englisch heißt das inappropriate. So viel Wahrheit zu sagen. Unangemessen. Unangemessene Jokes zu bringen, das ist nicht schön. Aber egal, ich bin innerlich ein Meinst Kind und habe keine Ahnung von Konsequenzen. schwarzer Humor? Ja, mein Humor ist so schwarz, ich kann Baumwolle pflücken. Ah, den kann ich da nicht. Der ist gut. Ja, schön. Ja, so, wie gesagt, unangemessene Witze. Unpassend, genau. Echt unpassend, ja. Ach, nee. Und die kanntest du wirklich noch nicht? Nö. God damn it. Wie gesagt, hier hörst du nur solche Scheiße. Dass hier manchmal einem um die Ohren fliegt, das ist einfach der Wahnsinn. Ich habe auch nichts gegen Schwarze. Nein, ich denke mir das immer so. Wenn ich Witze mache, darf ich nicht sagen, hey, ich darf über die Witze machen und die nicht. Das ist Ich darf lächerlich. über Judenwitze machen, aber nicht über Schwarze. Ich darf über Behinderte Witze machen, aber nicht über Rollstuhlfahrer. Sowas nennt man Rassismus. Ja, das Deswegen, wenn ist du so. über alle Witze machst, ne, dann ist alles scheißegal. Dann bist du jeden gleich am Behandeln. Ja. Deswegen Also. mache ich Witze über Rollstuhlfahrer, über Juden, über Juden, über schwarze Juden in in Rollstühlen. Also, ja, es ist also, wenn du Witze über alles und jeden machst, dann darfst du das. Ein schwarzer Jude. Im Rollstuhl, ja. Weißt Erstens, ich habe noch nie einen schwarzen Juden gesehen oder einen schwarzen Asiaten. Wieso nicht? du? Ja. Das vielleicht die größten Feinde sind. Hallo, Genetik. Ein schwarzer Chinese. Ja. Was gibt's Besseres als Arbeitskraft? Stimmt. Ernsthaft. Apropos Arbeitskraft, ich weiß sowieso nicht, wie die Chinesen das hinkriegen. Masterstadt Klasse. Ja, Masse statt Klasse ist das eine, aber auch wenn du dir die Typen da anguckst, ne? Was heißt die Typen? Die Jungen und Mädels. Alle 8 Jahre. Und hier setzen dann deine iPhones zusammen. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Die machen ihren Job so dermaßen gut, dass die irgendwann so verkackt schnell darin werden, dass da kannst du keine Maschine dran setzen. Hast du dir das mal angeguckt, was da in manchen Fabriken so abgeht? Ja. Klar, die Umstände sind absolut grottig und etc. hast du nicht gesehen. Aber was die Leute da können, ist echt erstaunlich. Oh, Build complete. Mechanoid Muffalo Incubator. Wo ist der Inkubator? Da ist er. Muss ich im Auge behalten. Ich will wissen, was da rauskommt. Da ist ein Fuß. Wieso habe ich hier einen Fuß? Oder eine Hand? Brauchst du einen Fuß? Brauchst du eine Hand? Was zum Teufel? Wieso? Okay, das muss ich jetzt einfach mal nicht hinterfragen, wieso ich das da habe. Einfach akzeptieren. Wann kann ich endlich die Ambrosia abpflücken? Ich brauche das Zeug. Kannst du auch selber anbauen. Ja, ich bin es ja in Hydroponikbecken am Anbauen, aber So. die brauchen trotzdem ewig lange, bevor sie mal wachsen. Ach ja, apropos wachsen, stimmt, da war ja noch was. Ich brauche noch eine
Power Armor. Clear All. Ich brauche die aus High Grade Steel. Boah, ich muss einfach mal so aus Spaß und Jux und Dollerei einen aus Gold machen. Braucht doch bloß 3200 Gold. Oder heißt das, dass ich bloß ein Zehntel brauche? Was brauche ich nochmal für oder was muss ich nochmal vorstellen, damit ich einen Haltigkeitstisch machen kann? Ah, doch, you will need 10 times as much as usual. Okay, das heißt, für den Scheiße brauche ich nur 3200 Gold. Ja, ist ja auch nix. Ja, es changed vom 33 zu 55. Nur weil der eine die Map verlassen hat. Cool. Und hey, hier wird gerade mein anderer Androide gebaut. Das ist cool. Das Major Breakfast. Und wieso? Right leg shattered. Okay, warte mal. Moving. Immer noch 400%. Okay. Das heißt, er ist mit einem Bein viermal so schnell wie ein normaler Kolonist. Das ist einfach, das ist traurig. Oh Gott. Das stelle ich mir gerade sowas von total doof vor. Oh Gott. Ich wünschte, ich könnte zeichnen. Das wäre einfach ein Traum, Herr. Wünschte, ich hätte eine AK-74. Okay, was will meine Maden jetzt? Woher weiß ich das? Weil die mit meiner Lampe am Rumspielen ist. Deine was? Mit meiner Lampe. Ja, deine Mutter oder wie? Ja. Ich kann die mit deiner Lampe rumspielen. Schmartlampen. Was darf sein? Ja, mach ich. 5 Minuten. Oder 10, sagen wir mal 10 Minuten, okay? Habt ihr ja letztens, wie gesagt, wenn du alten Leuten sowas zeigst, ne, haben die einen Riesenspaß mit. Zuerst so eine scheiß Technik und dann, das ist voll toll. Wirklich. Das sind die Leute, die sagen, früher war alles besser, benutzen dann trotzdem Smartphone. Ja, früher war auch vieles besser. Die Spritpreise als Beispiel. Genau. Und die hier verkehrsfreien Sonntage. Da hätte ich ja gar kein Problem mit, ne? Wenn sonntags einfach mal gesagt wird, hey, nur noch Leute mit geradem Nummernschild dürfen fahren, beziehungsweise ungeradem, alle so Wochenwechsel. Das wäre mir sowas von Schnurzpiep scheißegal. Erstens, weil wir 5 Autos hier haben. Und zweitens, naja, ne, sonntags Autos fahren muss jetzt nicht unbedingt sein. Und es wäre auch schön, dann würden hier nicht mehr so viele Mopeds fahren. Und hier ist ja fast schon so, im Sommer, das ist immer sehr interessant, wenn hier viel Motorräder unterwegs sind, weil schönes Wetter, schön viel Kurven etc., dann hast du es, dass hier mindestens pro Wochenende 3 bis 4 Tote sind. Mindestens. Jedes Wochenende im Sommer. Echt? Ja. Und wie gesagt, das ist ein Minimum.
Das Maximum, weiß ich nicht. Ich glaube, das Maximum, was wir bisher hatten, waren 11, 12 an einem Wochenende. Schon mal überlegt, Bestatter zu werden? Bestatter. Ja. Hab ja und gibt gut Geld. Nicht wirklich. Komm, die letzte Bestattung, bei der ich war, die hat mich 3.500 gekostet. War nicht gerade wenig. Geht noch, ist noch günstig. Wieso? Mess? Moment. Halt, stopp. Halt, stopp. Wieso? Jetzt nicht. Achso, die ist auf anything, okay. Gut, gehen wir hier auf Drag. Gehen wir hier auf Drag. Nummer 10. Ist auf Hauling, aber nicht auf Release. Immer hier auch auf Drake. Due to extreme exhaustion. Ja, da kann ich nichts hören. Das heißt, wir warten nur noch ab, bis das Ding hier geschlüpft ist, vorsichtig gesagt, und dann werde ich mich nach unten begeben, mir eine halbe Tasse Kaffee reinpfeifen und mich dann eine Stunde legen. Ich muss mal helfen. Ja, wie gesagt, Kaffee machen. Ich wünschte, ich könnte die Kaffeemaschine irgendwie auch mit dem Handy bedienen. Gibt's Smart Kaffeemaschinen? Ja, also die du per WLAN ansteuern kannst. Was für eine Scheiße, wieso hab ich keine? Warte mal. Oh, ich habe 43 Metapole, ich bin reich. Okay, hat's ausge... Okay, gut, ja, prima. Ich habe nie wieder Geldprobleme. Visitors. I have a few items to trade. Schön. Komm, zeig mir, was daraus wird. Ah ja, apropos, was daraus wird. Was hat er eigentlich für Bio? Chemical Fascination und Quick Sleeper. Mag kein Cleaning. Von den Skills her ist es alles okay. Gut, versuchen wir's. Wow, nur 39%, das ist wenig. Gesundheit, was ist das denn für ein Link? Oh, ach so, die Kaffeemaschine. Na, die kostet wahrscheinlich auch dementsprechend, ne? Warte mal, ich kann mal gucken. Ach, 319. Oh. Das ist nicht viel. Boah, ich stelle mich jetzt ins Zimmer. Morgens 9 Uhr, wenn mein Wecker geht, geht auch dann die Kaffeemaschine an. Finde ich super. Komm, Incubator, mach hin. Ich will wissen, was daraus wird. Aber von dieser soll es auch irgendwie eine Kaffeemaschine, also eine Generation 2 geben, die du mit Amazon Echo betreiben kannst. Hm. Stand da nicht dran, dass die mittlerweile, dass die für Alexa ist? Über Wi-Fi und Apple. iPhones, Smartphones. Ach ja, die malt die Kartoffeln auch noch, ne? Frisch gemahlene Kartoffeln. Oh. Okay. Einstellbar der Malgrad. Ach du Scheiß, was ist das denn? McMuffalo, okay. McMuffalo, okay. Prima. Also das sieht echt interessant aus. Also der malt dir genau die Menge, die du brauchst,
für die Kaffeetassen und auch nur so viel Wasser läuft über die Kaffeebohnen. Kannst alles einstellen. Ist doch cool, ist praktisch. So, aber egal, ich werde dann jetzt noch. Also Android ist fertig, das Muffalo ist geschlüpft in Anführungszeichen. Wunderbar. Ja komm, du pfeifst nur noch eine von den Fraktaleinheiten rein, dann ist das auf 5. Und dann war es das für mich heute. Ah, das ist noch nicht bei 5. Geh auf 5. Na also, geht doch. War das jetzt so schwer? Na dann, bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ich hat das Stream gefallen. Wenn ja, lasst mir noch ein Like und ein Abo und Follow oder so da. Wenn nein, dann sagt mir einfach gar nichts. Ich kann mit Kritik nicht umgehen. Und ja, macht euch einen Kaffee oder so. Wir sehen uns morgen wieder. Irgendwann, glaube ich, muss mal gucken, wie ich Zeit finde. Und ja, was machen wir dann? Die zweite Turret bauen. Genau. Muss ich haben. Ich brauche mehr Verteidigung. In diesem Sinne, euch noch ein schönes Spiel, einen schönen restlichen Samstag und bis zum nächsten Mal bei Vexen Industries. Bye bye. Wenn ich den Knopf finde. Ja, muss ich mal da drauf gehen. So, jetzt auch. Bye bye.